Heute in der Sendung Empowerment von Migrantinnen durch unternehmerisches Denken. Außerdem gibt es bald kostenlose Menstruationsprodukte für Schülerinnen an Hannovers Schulen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meiner ersten 0511-Sendung. Mein Name ist Florian Euler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen hat am Donnerstag sein Projekt Building Social Bridges in einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt. Das Ziel der Aktion ist es, unternehmerisches Denken zu vermitteln und zu fördern und damit gezielt Migrantinnen anzusprechen. Mehr Hintergründe von Jette Ihl. Soziale Brücken bauen. Das ist das Ziel des aktuellen Förderungsprogramms der Niedersächsischen Bildungsinitiative. Das Projekt hat Materialien und Methoden für Workshops zur Förderung des unternehmerischen Denkens entwickelt. Damit soll das Bewusstsein für die Verbesserung eigener unternehmerischer Kompetenzen geschärft werden, insbesondere bei sozial benachteiligten Gruppen wie MigrantInnen. Das Ziel? Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und eine nachhaltige Inklusion. Mehr als nur das Streben nach Kapital? Tino Bubares von der VNB-Geschäftsstelle Nordwest erklärt, was er unter unternehmerischem Denken versteht. Da geht es beim unternehmerischen Denken darum, eigene Leidenschaften, Fähigkeiten, Erfahrungen und so weiter und so weiter, auch Netzwerke vor allen Dingen, dann nämlich das soziale Kapital, so einzusetzen, damit man seine Chancen, die man hat, auch wenn es mal irgendwie nicht so doll läuft, damit man seine Chancen zum richtigen Zeitpunkt und auf die richtige Art und Weise finden muss. Entschlossen sein, Herausforderungen annehmen, aus Fehlern lernen und Durchhaltevermögen beweisen. Das gehört zum unternehmerischen Mindset. Durch die Entwicklung dieser Fähigkeiten soll es MigrantInnen auch möglich sein, ein soziales Kapital aufzubauen. Deswegen die Erklärung soziales Kapital, da geht es im Wesentlichen um Netzwerke. Da geht es um Netzwerke, die Menschen verbinden und die dabei helfen, Solidarität, Gegenseitigkeit, Vertrauen und sagen wir, eine unterstützende Community aufzubauen. Um das Konzept für Menschen anschaulicher zu gestalten, hat der Verein Porträts von Vorbildern für unternehmerisches Denken erstellt. Diese Videos und Texte können Lehrkräfte in Einrichtungen der Erwachsenenbildung mit unterschiedlichen Gruppen einsetzen. Ein Porträtvideo stammt von Nadine Nana Ganscha, der stellvertretenden Geschäftsführerin des Vereins Baobab Zusammensein. Sie erklärt, warum die Integrationsarbeit so wichtig ist. Ich bin heute als Migrantin die erste Generation hier. Diese Arbeit, die wir jetzt machen, persönlich ist, damit die zweite Generation, das heißt unsere Kinder, die hier geboren sind, dass sie es nicht so schwer haben wie wir. Dass wir für sie den Weg ein bisschen so frei machen. Auch ein sogenanntes Toolkit bietet das Projekt an. Dieses beinhaltet unter anderem Unterrichtsbeispiele und verschiedene Methoden zur Vermittlung unternehmerischen Denkens. Für das Projekt hat der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen mit dem Verein Baobab Zusammensein kooperiert. Ein Netzwerk für Gesundheit und Teilhabe afrikanischer Communities in Niedersachsen und Bremen. Der Geschäftsführer des Vereins, Kas Kasadi, schätzt die Zusammenarbeit sehr, da die Porträts den MigrantInnen eine Stimme geben. Das ist wunderbar und es ist eine Wertschätzung, dass die Art und Weise, wie wir leben, könnte benutzt werden in Erwachsenenbildung für andere Leute. Also die Methode der Vorbilder von Migranten, machen wir dazu, es ist neu. Im Rahmen einer Erasmus-Plus-Kooperationsgemeinschaft haben sich auch andere europäische Länder mit Porträtvideos an der Aktion beteiligt. Durch Mittel der Europäischen Union konnte das Projekt realisiert werden. Und nun zu den Meldungen des Tages für Sie, kurz und kompakt zusammengefasst von Hans Magnus Preuß. Wahlkampfaufstellung digital. Die hannoverschen Grünen haben am Samstag ihre DirektkandidatInnen für die Landtagswahl 2022 nominiert. Zur Abstimmung aufgerufen waren alle Parteimitglieder, die in den 5 jeweiligen Wahlkreisen in Hannover wohnen. Pandemiebedingt fand die Veranstaltung digital statt. Trotzdem war am Samstag genug Raum für politische Debatten. Nach gut 5 Stunden standen die KandidatInnen fest. Prominente Bewerberinnen um ein Direktmandat für den Landtag in Hannover sind die Vorsitzende der Grünen Regionsfraktion Evrim Chamus sowie die designierte Spitzenkandidatin für die Landtagswahl Julia Hamburg.
Baden gegen den Ausbau des Südschnellwegs. Etwa 20 Menschen sind im Rahmen eines Infospaziergangs der Initiative Leinemarsch bleibt Eisbaden gegangen. Unter dem Motto Wir zittern um unsere Zukunft sprangen AktivistInnen von Fridays for Future und der BUND-Jugend am Sonntag in den Dreiecksteich. Mit der Aktion wollen sie gegen den Ausbau des Südschnellwegs und die damit verbundene Rodung von Bäumen in der Leinemarsch protestieren. Im Rahmen der Sanierung der Schnellstraße sollen weitere Flächen der Leinemarsch versiegelt werden. Die Bürgerinitiative Umweltschutz hatte gegen das Vorhaben geklagt. Jetzt kommen wir zu unserem Talk, den wir für Sie aus zeitlichen Gründen vor einer Woche aufgezeichnet haben. Im Landkreis Lüneburg wurde eine junge Wölfin abgeschossen. Diese galt aber nicht als sogenannter Problemwolf. Die tote Wölfin sei der 5. Fehlabschuss in Folge und deshalb brauche es jetzt ein Moratorium, so Christian Meyer, naturschutzpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag. Guten Tag, Herr Meyer. Guten Tag. Bei der Wolfsjagd sollen ja eigentlich nur sogenannte Problemwölfe geschossen werden. Wie wird ein Tier denn eigentlich zu einem Problemwolf? Ja, der Wolf ist europarechtlich streng geschützt und nur im Ausnahmefall, wenn ein Wolf ein nicht normales Verhalten zeigt, also sich zum Beispiel Menschen nähert, die gefährdet, oder wenn er wiederholt sich auf Nutztiere wie Schafe spezialisiert und dort auch Schutzvorrichtungen, also hohe Zäune überspringt, dann darf man einen Wolf als Problemwolf einstufen und nur dann ist es zulässig, diesen Wolf dann auch zu töten, zu jagen. Wer entscheidet denn eigentlich genau, welcher Wolf geschossen werden darf? Ja, das ist ein großes Geheimnis, was die Landesregierung macht, weshalb wir Grüne vom Staatsgerichtshof klagen. Die Landesregierung erteilt Ausnahmegenehmigungen, hält sie aber geheim und veröffentlicht sie erst, wenn der Wolf oder ein anderer Wolf, wie ein Fehlabschuss, erfolgt ist. Und deshalb können solche Genehmigungen nicht vor Gericht überprüft werden. Ansonsten wäre es eben möglich, dass vor Gericht geprüft werden kann, sind die Voraussetzungen da, haben die Wölfe viele Schafe und Nutztiere gerissen und zeigen dieses abnormale Verhalten, dass ein Problemwolf gerechtfertigt ist. Ein bisschen klang das ja gerade schon an, aber Sie halten ja das Verhalten der Landesregierung auch für verfassungswidrig. Können Sie noch mal erklären, was Sie damit meinen? Ja, wir haben geklagt, wir haben als Parlamentarier ja Auskunftsrechte. Und wir haben gefragt, wie Abschussgenehmigungen von Wölfen, mit welcher Begründung eigentlich das Land erteilt hat. Und daraufhin wurde uns gesagt, das ist geheim, das nennen wir nicht, obwohl wir gar nicht wissen wollten, welcher Jäger oder so beauftragt ist, sondern wir wollten aber die Gründe wissen, damit zum Beispiel Umweltverbände vor Gericht klagen können, um so eine Ausnahmegenehmigung zu überprüfen, ob es wirklich sich um einen Problemwolf handelt. Und solange das nicht, deswegen haben wir vom Staatsgerichtshof geklagt und am 8. Februar erwarten wir ein Urteil, ob die Regierung die Verfassung gebrochen hat und die Öffentlichkeit, das Parlament und die Medien nicht ausreichend informiert hat. Wie geht es dann weiter oder auch jetzt? Was muss denn genau passieren, um die, wie Sie sagen, irrlichterne Wolfsjagd zu beenden? Ja, wir brauchen, glaube ich, nochmal ein Moratorium, also eine Pause. Es kann nicht so weitergehen mit den willkürlichen Abschüssen. Der Umweltminister Lies hat jetzt sozusagen 5 Wölfe abschießen lassen. Alle 5 Wölfe waren nicht die gesuchten Tiere, also keine Problemwölfe. 2 waren sogar junge Welpen, die eigentlich nicht hätten geschossen werden dürfen. Kein einziger Problemwolf ist in Niedersachsen erlegt worden. Und wir verlangen, dass man sich mit Umweltverbänden, Weidehaltern an einen Tisch setzt, verbessert, wie die Prävention läuft. Es gibt ganz gute Anzeichen, dass, wenn man den Schutz verbessert, die Zahl der Nutztiere zurückgeht. Im letzten Jahr ist in Niedersachsen um mehr als ein Drittel die Zahl der gerissenen Nutztiere, Schafe, zurückgegangen, weil wir Zaunbau fördern, weil wir Herdenschutzhunde fördern, obwohl wir etwas mehr Wölfe haben. Also wir setzen eher auf Prävention, Schutz und Hilfen für die Weidetierhalter als unkontrollierte Fehlabschüsse. Ja, vielen Dank, Christian Meyer, naturschutzpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, für das Gespräch und die ganzen Informationen. Bitteschön. Die Menstruation ist nach wie vor ein Tabuthema und sie kostet Geld. Auf mindestens 200 Euro im Jahr werden die Kosten für Menstruationsartikel pro Person geschätzt. Insbesondere für Schülerinnen ist das zum Teil eine große finanzielle Herausforderung. Der Stadtschülerrat will das ändern und hat den Bildungsausschuss überzeugt, Tampons und Binden zukünftig kostenlos an Schulen anzubieten. Kaspar Weiß mit den Einzelheiten. Sie möchte ein Zeichen setzen. Marie Scholz vertritt gemeinsam mit Matteo Feind die SchülerInnen im städtischen Schul- und Bildungsausschuss. Sie fordern, die Stadt soll allgemeinbildende Schulen zukünftig mit kostenlosen Menstruationsprodukten ausstatten. Ein entsprechender Antrag findet im Ausschuss großen Anklang.
Die Mitglieder nehmen den Vorschlag einstimmig an. Ich bin sehr zufrieden mit der Debatte, weil es einfach auch das Thema, also dem Thema eine Stimme gegeben hat und das Problem aufgezeigt hat, das viele Menstruierende haben. Also, dass sie menstruieren und dass sie auch da Geld investieren müssen für Hygieneprodukte. Verhindern will der StadtschülerInnenrat eine sogenannte Periodenarmut. Die Kosten für Tampons und Binden stellen für SchülerInnen eine finanzielle Belastung dar. Selbst wenn Schulen die Produkte zur Verfügung stellen, bleibt das Thema oft schambelastet, insbesondere in der Pubertät. Entscheidend sei mehr Aufmerksamkeit, so die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Claudia Bax. Wir kennen Schulen, wir wissen, in manchen Schulen ist das vielleicht eher Thema als in anderen Schulen. In bestimmten Familien ist es Thema oder auch nicht Thema. Wir können das als Kommune, als Politik positiv begleiten und kommunizieren in die Schulen. Und von daher haben die beiden SchülerInnen heute hier groß sensibilisiert. Vorerst 20 Pilotschulen sollen von der Stadt mit kostenlosen Menstruationsprodukten ausgestattet werden. Über einen sogenannten SharePoint können die einzelnen Schulen dann Erfahrungen untereinander austauschen. Bildungsdezernentin Rita Maria Riski betont, dass schon heute alle Schulen in Hannover von sich aus kostenlose Tampons und Binden anbieten. Verbessert werden müsse vor allem der Zugang. Aber es ist keine Finanzfrage. Wir wissen, dass die Hersteller die Schulen unaufgefordert auch mit Menstruations- und Hygieneartikel beliefern. Sicherlich auch aus dem Interesse heraus, vielleicht eine gewisse Produktbindung auch zu erreichen. Aber es ist tatsächlich keine finanzielle Frage für die Ausstattung, für den Notfall, sondern es ist eher eine Frage der Kommunikation und der Organisation. Mehr darüber sprechen, damit die Menstruation kein Tabuthema bleibt. Laut Marie Scholz ist das ein langer Prozess. Wir haben jetzt einen Anfang gemacht, aber wir müssen trotzdem weiter dafür sorgen, dass darüber gesprochen wird, dass auch in Grundschulen aufgeklärt wird, aber auch in weiterführenden Schulen darüber gesprochen wird, dass es ein natürlicher Prozess ist, den so gut wie jede Frau, aber auch andere Geschlechter durchleben und dass man sich nicht dafür schämen muss, dass es passiert oder wenn es passiert. Auch die Linksfraktion im Rat unterstützt den Antrag der SchülerInnen. Sie möchte den Vorstoß ausweiten und auch in städtischen Gebäuden menstruierenden Personen Hygieneartikel kostenlos zur Verfügung stellen. Einen entsprechenden Antrag will die Fraktion im Gleichstellungsausschuss einbringen. Und jetzt haben wir noch einen Veranstaltungstipp für Sie. In der Galerie Robert Rees gibt es die neue Gruppenausstellung »Wer sind wir?« Das Thema der Ausstellung ist die Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Subjekt- und Identitätsverständnis in der Malerei. Die Schau kann bis zum 2. April besucht werden. Alle Infos dazu finden Sie auf der Homepage der Galerie. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss!